Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind derzeit mitten in einer politischen Krise. Und zwar unterstützt Frankreich das Bestreben Bulgariens, unabhängig zu werden von dem Osmanischen Reich. Unterstützt werden sie davon derzeit von Russland und von uns. Das Osmanische Reich wird von Skandinavien unterstützt. Sowohl Großbritannien als auch Deutschland sind noch unentschlossen. Allerdings, durch meine Feindschaft mit Deutschland, neigt Deutschland sehr stark zu Skandinavien und leider neigt auch Großbritannien eher zu Skandinavien. Das könnte sich also zu einem großen Krieg ausweiten. Ich bin allerdings guter Hoffnung, immerhin haben wir vor kurzem erst einen Krieg gegen Deutschland gewonnen, dass wir, sollten wir einen Krieg mit Deutschland beginnen, diesen auch gewinnen können. Vor allem dieses Mal haben wir Russland und Frankreich auf unserer Seite. Und obwohl natürlich England und Skandinavien auf der deutschen Seite wären, kann ich schon sagen, dass wir sicher nicht schwächer sind als die. Skandinavien ist zwar mittlerweile militärisch auch nicht mehr so schwach, aber ich denke eigentlich, dass wir mit denen militärisch mithalten können müssten. Aber mit etwas Glück gibt Skandinavien jetzt eh bald auf, solange sich Deutschland und Großbritannien nicht auf ihre Seite schlagen. Schauen wir mal. Werden wir gleich sehen, ob das passieren wird. Ja, in der Zwischenzeit, während wir hier drauf warten, habe ich auch die Ausgaben für mein Heer etwas erhöht. Okay, Chile hat revoltiert, das gefällt mir nicht. Und Peru können wir wieder zurückholen. Die sind uns abhanden gekommen durch die Amerikaner, das gefällt mir auch nicht. Wir werden ein bisschen Amerikaner raushauen. Den Jemen sind wir auch noch dabei, in unsere Einflusssphäre zu nehmen. Kolumbien ist mittlerweile fast befreit vom feindlichen Einfluss. Nur noch Skandinavien hat ein wenig Einfluss dort. Ah, Großbritannien. Verbessern wir die Beziehungen weiter. Vielleicht kann sie das überzeugen, eher auf unsere Seite zu kommen. Aber ich befürchte fast, dass das nichts bringen wird. Schauen wir mal. Mit etwas Glück entscheiden sie sich so spät, dass Skandinavien kalte Füße kriegt. Und wir können den Krieg vermeiden. Okay, wir können eine Kolonie gründen. Ja, und wir haben auch praktisch ganz Afrika mittlerweile kolonialisiert. Nur noch ganz kleine Gebiete fehlen uns. Dieses grüne Gebiet hier. Ja, dann haben wir alles in Afrika kolonialisiert. Ist nicht schlecht eigentlich. Wir haben da doch, wie schon gesagt, etwa die Hälfte Afrikas kolonialisiert. Sollten wir wirklich einen Krieg führen müssen in Afrika, könnte das allerdings ein Problem werden, weil wir haben hier skandinavische Truppen. Vielleicht machen wir das, dass wir die da mal in die Richtung schicken. Und hier sammeln. Wie viele sind das? Wir bauen gerade keine Armeen. Ah, okay, da kommen gerade noch drei Armeen. Wo sind denn die? Die geht jetzt daher. Was sind denn das für welche? Infanterie. Infanterie. Infanterie.
Infanterie. Und da uns fehlen zwei Infanterie und ein Husar. Das heißt, wir könnten eigentlich hier noch schnell einen Husar ausbilden. Schauen wir mal, ob das rechtzeitig ist. Circa 30% Liberale. Ich hoffe, unsere Militanz tötet uns nicht in einem möglichen Krieg. Ah, die zwei sind noch immer nicht drinnen. Das ist sehr gut. Und wir haben eine neue Forschung. Sollen wir weiter bei der, beim Militär forschen? Phänomenologie und Hermeneutik, das brauchen wir. Plus 100% Forschungspunkte. Ja. Das brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Unsere Armee erholt sich auch vom letzten Krieg. Das war ja nicht so lange her, dass wir einen Krieg geführt haben. Bin jetzt auch. Vielleicht sollten wir da gleich auf 100% gehen. Wir haben dadurch noch immer einen Gewinn. Na komm schon. Das meint ihr hoffentlich nicht ernst. Wie wäre es mit einem Frieden, Skandinavien? Come on. Du kannst gegen uns drei nicht ankommen. Ja, ich frage mich, ob Russland da in Skandinavien eine Hilfe ist oder eher War Score für die anderen generiert. Auf unserer Seite. Naja, schauen wir mal. Russland ist immer so eine Sache. Es kann sein, dass die drüber rollen über die anderen, weil sie einfach so viele Leute haben. Es kann allerdings natürlich auch sein, Jagen gehört zum Kreislauf des Lebens, wir brauchen Prestige. Okay, Jaunde. Hey, Breslau ist jetzt eine Kernprovinz von Österreich. Sehr gut. Ist das Breslau? Nein, Oppeln. Das ist Breslau. Ist das jetzt schon fast alles Kernprovinz, oder? Es ist schon alles Kernprovinz. Das ist ja cool. Ganz Schlesien gehört uns. Oh, und die italienischen Gebiete färben sich auch langsam ganz grün. Das heißt, wir haben auch auf die langsam Anspruch. Sehr gut. Ja, noch immer keiner, der sich da bereit erklärt. Keiner von den beiden möchte Skandinavien unterstützen, weil es eine gefährliche Sache ist. Die haben gerade beide Krieg gegen mich geführt und verloren. Vielleicht haben wir ja Glück und sie bekennen sich gar nicht dazu und wir müssen nur gegen Osmanisches Reich und Skandinavien Krieg führen. Das wäre hingegen eine sehr einfache, naja, das war abzusehen. Und schon haben wir Deutschland auf der Seite. Ich hätte es nicht verschreien sollen. Jetzt ist das natürlich noch wahrscheinlicher, dass die auf die Seite kommen. Ich glaube nicht, dass Frankreich nachgeben wird. Wir sind militärisch besser und Frankreich ist derzeit auch vor Großbritannien zu sehen, oder? Ja, auch militärisch sogar. Ja, wir sind militärisch auch stärker als Skandinavien und Deutschland und Russland ebenfalls. Also wir haben die militärische von den Großmächten sind wir Platz 1, 3 und 4, was die militärische Stärke betrifft. Welche zwei Nationen sind vor mir bei der militärischen Stärke, frage ich mich gerade. Ah, USA? Nein. Ach so, das ist der Platz. Ja, na okay, China.
Aber das zählt nicht. Und Guangxi. Gut, die zwei zählen nicht. Die haben deswegen eine höhere militärische Stärke, weil sie sehr viel mehr Truppen haben. Aber die sind technologisch so weit hinten nach. Das kann uns schon beinahe egal sein. Na gut, dann werden wir Truppen an der Grenze gleich einmal zusammenziehen. Na, da fehlt uns noch einer. Was fehlt uns da noch? Da fehlt uns auch ein Husar. Du gehst mir. Ach, Siak. Wollen wir sowas machen? Und dort werden wir uns einen kroatischen Husaren hinschicken lassen. Oh, ich sehe gerade, wir können uns urviele Leute eigentlich leisten. Gehst da nach Olmütz an die Grenze und du nach Aussig. Wir stehen uns schon einmal rund um die, rund um unsere Feinde. Und hier in Zentralungarn. Oder in Gjör, in Gjör machen vielleicht sogar. Werden wir noch eine Armee aufbauen. Da bauen wir uns eine Garde. Eins. Und noch Süddeutsche, ja. Zwei. Norddeutsche. Und zwar, was machen wir da? Einen Husaren. Ein Dragoner. Dann noch Süddeutsche 3. Vier. Fünf. Sechs. Also eins und zwei. Und noch einen Pionier. Da machen wir einen slowakischen Pionier. So, dann sammeln wir dann Gjör auch. Ah, okay. Sammeln wir da ein Sench und dafür schicken wir diese 27.000 nach Sench. Gut, hätten wir das auch geschafft. Wer weiß, vielleicht. Oh, wir sehen, wir haben bereits ein rotes Konfliktding. Wir haben bereits ein rotes Konfliktding, das heißt, wir sind schon relativ weit in dem Konflikt fortgeschritten. Vielleicht haben wir Glück und Großbritannien hält sich raus. Das wäre absolut genial, wenn sie das täten. Dann kann Frankreich sich voll und ganz auf Deutschland konzentrieren und auf die skandinavischen Kolonien. Schauen wir mal. Ah, wir haben Stärke 100 wieder, Kolonialmacht, das heißt, wir können wieder kolonialisieren. Das Gebiet hier, Kenia, noch zwei Gebiete, da glaube ich, sind das
Großafrikanischer Grabenbruch und Uganda. Schauen wir mal, ob die durchlassen würden. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Wir schicken da mal Schiffe runter. Diese Truppen möglicherweise zu uns zu holen. Weil wir würden gegen das Osmanische Reich kämpfen. Das heißt, da haben wir auch noch Sachen, gegen die wir kämpfen müssen. Uff, naja, schauen wir mal. An und für sich glaube ich, dass das kein Problem sein sollte gegen die Osmanen. Wir sind technologisch sicherlich weit voraus vor denen. Denen geht es mit uns wie uns mit Deutschland. Es kann nur sein, dass sie mehr Leute sind. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, denn wir haben eigentlich mehr Einwohner als sie. Das heißt, wir müssten eigentlich mehr Truppen haben und ein besseres Heer. Naja. So, wie schaut das aus? Wir haben aktuelle Konflikttemperatur 90. Jetzt können wir uns sowieso nicht mehr rausziehen. Na komm schon, Großbritannien, das ist gut. Bleibt draußen. Komm, Skandinavien, lenk ein. In letzter Sekunde. Das wissen wir, dass du das könntest, rein theoretisch. Lasst uns dafür den Jemen weiter in unsere Meinung, in unsere Einflusssphäre ziehen. Sehr gut. Gehen wir da mal hin. Okay, 98. Noch 2 Tage, 3 Tage. 2 Tage. Yes, Großbritannien hat sich rausgehalten. Das ist ja cool. Was sind solche Feiglinge? Wie sagen, gut gemacht, Großbritannien, gut gemacht. Jetzt können wir die drei wirklich auseinandernehmen. Mit Großbritannien wäre es gar nicht so sicher gewesen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir diesen Krieg gewinnen werden. Ohne Großbritannien haben wir nur halb so viel Kolonialtruppen, gegen die wir kämpfen müssen. Und Frankreich ist kolonialmäßig gar nicht einmal so schlecht. Jetzt schauen wir mal, ob wir diese 6.000 erledigen können. Das wäre mal wichtig. Außerdem haben wir uns da auch schon in Stellung gebracht. Schauen wir mal, ob wir diese 24.000 erledigen können. Da haben wir 30.000 Mann, die noch sich vom letzten Krieg erholen versuchen. Wisst ihr was? Da werden wir gleich einmal versuchen, das gesamte Gebiet zu besetzen. Schauen wir mal, ob wir ihn dazu bringen können, dass er eine von unseren Einheiten angreift mit seinen militärisch überlegenen Truppen. Wenn er das nämlich macht, können wir zusammenziehen und können seine Armee möglicherweise relativ schnell außer Gefecht setzen. Also wenn wir das schaffen, recht früh im Krieg, bevor noch irgendwie Skandinavien in seine Richtung runterzieht. Na, das wäre doch was. So, Großbritannien, das ist lieb von euch, dass ihr nicht mitmacht. Kann ich euch ein Bündnis anbieten? Nein, sie sind noch in einem Großmachtbündnis.
Das heißt, das hat nicht funktioniert. Also ihr Bündnis ist nicht gebrochen worden, nur dann, obwohl sie nicht geholfen haben. Na gut. Frankreich, ihr hättet ruhig schon ein paar Truppen an die Grenze ziehen können. Naja. Muss ja nicht alles haben. Ah, sehr gut. Gut, er geht einmal nach Cottbus, das ist einmal eine gute Sache. Ich frage mich gerade, ob wir den da unten erwischt haben. Ja, wir haben ihn erwischt, sehr gut. Freund, das war eine Falle, um es mit Admiral Akbar zu sagen. It's a trap. Gut, das Osmanische Reich, Deutschland und Skandinavien haben ihre Reserven mobilisiert. Leider nicht Russland. Ah, die sollen das machen. Die glauben, dass wir stärker sind. Aber in Wirklichkeit sind sie nicht stärker, wenn sie nicht mobilisieren. Und Deutschland hat seine große und starke Armee. Mist. Auf jeden Fall haben wir da relativ viele türkische Einheiten, die sicherlich zu mir runterkommen und das da alles belagern werden, ist eh klar. Aber das ist nicht ganz so tragisch, weil wir haben das Schiff ja schon rund, die Schiffe haben schon runtergeschickt. Sind die schon da? Gar nicht mitgekriegt. Nein, sind sie noch nicht. Die sind noch auf dem Weg. Die werden dann noch ein paar Truppen rüberholen und vielleicht sollten die also eigentlich sollten die in der Lage sein, die türkischen Einheiten da alleine aufzuhalten. Wir werden auf jeden Fall mit unseren Schiffen noch herfahren. Schauen wir mal, was Russland macht. Naja, ist eh klar. Die kümmern sich um den Schwächsten von den drei Gegnern. Nur nichts zu riskantes machen, nicht wahr? Habt ihr aber überhaupt irgendwelche Truppen? Wieso habt ihr so eine große. Ach so, na gut, sie sind riesig. Das verteilt sich. Wahrscheinlich haben sie ihre Truppen irgendwo. Gut, die Schlacht ist wichtig. Die müssen wir gewinnen. Au, au, au. Auf plus 4 auf Angriff, noch sehr aus. So, die hat schon mal gewonnen. Die Leute sollten wir verfolgen, wenn irgendwie geht. Wohin gehen die nach Livno? Und die 30.000 gehen nach. Die bleiben da mal stehen. So, hier geht's mal darauf aufs Schiff. Diese Schlacht ist interessant. Ha, die Erdnuss gehört jetzt auch zu uns. Wir haben die Schlacht von Livno gewonnen. Wir haben alle erledigt. Das ist super. Ah, verstehe. Wir sind technologisch so weit, dass wir schneller drüben waren und sie uns angegriffen haben. Und nachdem sie schon im Fliehen waren, ha, ist das cool.
Das ist gut, die 30.000 aufgerieben, ohne dass wir viel Verluste hatten. Das ist wichtig. Vielleicht, wenn wir dann da eine von diesen drei Armeen rauf nach Deutschland schicken. Weil da haben wir definitiv mehr Probleme mit Kämpfen. Dich ziehen wir nach Aussicht zurück, wenn geht. Ach, gut, jetzt haben wir auch gewonnen. Gleich viele Verluste. So, wohin gehen die? Nach Cottbus. Wir sollten hinterher. Außer du. Du gehst nach Aussig. Du gehst auch nach Cottbus. Sarajevo, was haben die da für Fabriken? Eine Kleiderfabrik. Wir könnten versuchen, Bosnien dann zu erobern. Hey, einen niedrigen Kriegsgrund gegen Deutschland. Das ist ja cool. Aber Deutschland ist der Anführer in dem Krieg. Das ist dumm. Da würden wir Prestige kriegen. Nein, pfeif auf den niedrigen Kriegsgrund. Wir wollen Prestige. So, schauen wir mal, wie schaut denn das mit dem Vorratslimit aus? Die könnten nicht daher gehen. Gut. Hier fahrt's mal nach Suez oder nach Ras Gharib. Sehr gut, das schaut gut aus, diese Schlacht. Mal keine Infanterie hat mehr, um seine Artillerie zu schützen. Könnte das dazu führen? Boah, wir haben mehr verloren als er. Wahnsinn. 11.000 Mann und er nur 8.000. Und das, obwohl es ein überwältigender Sieg war. Bist du wahnsinnig? So, diese 19.000 bleiben hier, um unseren Rückzug zu sichern. Die Geschwindigkeit von unserer Armee ist größer geworden. Wie schaut das aus, Russland? Machst du auch irgendwas Sinnvolles gegen Deutschland oder lässt du dich da einfach erobern, so wie immer? Okay, sie lassen sich erobern. Diese Schiffe werden wir auf jeden Fall mal daher bringen. Okay. Naja, ich würde fast sagen, wir lassen diese Gebiete Gebiete sein und werden dann anfangen, da Osmanen zu jagen. Das ist vielleicht gescheiter. Oder wir lassen das die Franzosen machen. Ha, das ist ja cool. Das sind ja viele Franzosen. Wo haben denn die ihre Truppen her? Das ist gut. Da belagern sie auch schon. Sehr gut sogar. Livno haben wir auch gewonnen.
Weiter nach Muster. Okay. Unsere Schiffe versperren da mal die Zufahrt zu den österreichischen Gebieten. Ja, da verlieren wir natürlich alle möglichen Sachen. Aber wir kommen ja irgendwo die Franzosen. Sarajevo. Sehr gut. Schauen wir mal, ob wir diese 3000 Rekruten wieder nach Hause schicken können. Na. Gibt's einen Anführer? Den nehmen wir da. Angriff 2, das klingt gut. Das wäre die 8. Armee. Machen wir das gleich vom Namen her. Hätte ich nicht gedacht, dass die noch während des Kriegs fertig wird. Also zumindest teilweise wird sie fertig, scheinbar. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle werden wir wieder abbrechen. Es ist eine halbe Stunde vorbei. Ihr seht, wir haben einen großen Krieg begonnen und ich glaube, er läuft gar nicht so schlecht. Also es könnte definitiv schlimmer sein, sagen wir es mal so. Ja, die Franzosen, da sind sie, ist eh klar. Hauptsache, sie belagern. Deutsche Truppen zu zerstören ist nicht in eurem Sinn, oder wie? Ein Computerspiel ein bisschen seltsam, das mag ich überhaupt nicht. Der könnte sich ruhig ein wenig an das halten, was ich ihm sage. Oh, ich sehe gerade, da haben wir eine große osmanische Flotte, die wir noch zerstören können. Na gut, Herrschaften, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.